So, guten Morgen, Max hier. Heute muss ich leider mal die Kamera in der Hand halten, weil ich ein wichtiges Teil vom Stativ leider vergessen habe. Das liegt bei meinen Eltern. Deswegen muss heute meine Hand und meine Schultermuskulatur als Stativ dienen. Genau, das Thema, um was es heute geht, sind quasi die gute Journaling-Fragen. Das war immer eine Frage von einem Kumpel von mir, der eben sich mehr damit beschäftigen möchte, was kann man quasi zur Selbstreflexion, welche Fragen kann man verwenden im Journaling? Und die Frage ist erstmal, was ist Journaling? Wenn du das nicht weißt, ist es, auf Deutsch heißt es gerne mal, sagen wir, Tagebuch führen, wobei das nicht ganz korrekt ist, weil ein Tagebuch kann alles Mögliche sein, wo man schreibt, okay, was hat man heute gemacht und so weiter. Und ein Journal sollte eher etwas sein, das zur, sagen wir, zur Selbstreflexion dient. Und deswegen ist es auch recht praktisch, verschiedene Fragen zu haben, die man dann für sich selbst beantwortet. Und wie gesagt, das soll ein bisschen der Versuch sein, die ersten Fragen. Es gibt, wie gesagt, unzählige und es macht durchaus Sinn, dass ich öfter solche Videos mache. Einfach, dass du mal ein Gefühl dafür hast, über was für Themen man schreiben kann. Und meistens mache ich es eh so, dass ich nach einem Video, wenn es ja eher ein reflektives Thema ist, dir einfach die Aufgabe gebe, darüber zu schreiben. Aber jetzt erst einmal, wie gesagt, zu den Fragen. Die wichtigste Frage im Journaling ist wahrscheinlich die Frage, warum. Und es gibt eine Technik, die heißt Frage, warum mehr als einmal. Meistens heißt Frage, warum dreimal oder Frage, warum viermal. Aber du kannst in Wirklichkeit warum so oft fragen, wie du möchtest. Weil der Vorteil bei warum ist, und das ist nur etwas, was ich aus der ganzen NLP-Coaching-Zeit weiß, das Problem oder der Vorteil bei warum ist, dass es letztendlich langfristig kommst du mit der Frage warum zu Glaubenssätzen. Das heißt zu den Vorstellungen über die Welt, die einfach deine Wahrnehmung in einer gewissen Art und Weise lenken. Das heißt, wenn du warum fragst über ein Thema, ist es meistens nicht, dass du eine quasi eine subbewusste Struktur bekommst, sondern eben die darunter liegenden Glaubenssätze. Und der Vorteil ist, wenn du warum mehr als einmal fragst, funktioniert es quasi so, dass du dich immer mehr und immer tiefer in deine eigenen Glaubenssysteme und Glaubensstrukturen quasi reingräbst, dass irgendwann der Punkt ankommt, wo du quasi an dem Grundglaubenssatz ankommst. Und das ist oft einmal eine sehr spannende oder etwas sehr Spannendes zu wissen, weil der Vorteil daran ist einfach, dass oft einmal ist ein Problem. Das Beste ist oft einmal ein Problem an der Wurzel zu packen. Und oft einmal hast du ein Problem, das sich aber dann in unzähligen kleinen Verästelungen quasi ja, manifestiert. Das heißt, es ist wie ein Baum. Das heißt, du hast tausende Äste, aber du hast letztendlich nur einen Stamm. Und mit der Frage, warum, kannst du bei jedem der einzelnen Äste anfangen und dich Stück für Stück tiefer, tiefer zum Stamm oder zu den Wurzeln sogar hinzubewegen. Das heißt, du kannst über jedes Thema, dass du hast, zum Beispiel jemand kommt her und sagt, okay, na, er hat Angst, zu Partys zu gehen. Und dann kannst du fragen, ja, warum hast du Angst? Ja, weil ich habe Angst, dass die Leute schlecht von mir denken. Ja, warum hast du Angst, dass die Leute schlecht von dir denken? Ja, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich ein hohes Selbstwertgefühl habe. Ja, warum hast du nicht das Gefühl, ein hohes Selbstwertgefühl zu haben? Ja, weil meine Eltern mich immer nie unterstützt haben. Und warum haben deine Eltern nichts unterstützt? Ja, ich weiß es nicht, weil sie mich nicht unterstützt haben. Das heißt, wenn du solche Fragen stellst, zum Beispiel, kommst du irgendwann zu dem Punkt, an dem du dann wirklich arbeiten kannst. Und sicher kannst du jede einzelne der Manifestationen bearbeiten, aber oft einmal macht es am meisten Sinn, wie gesagt, zur Wurzel zu gehen und von dort aus eben weiterzuarbeiten. Das heißt, die beste Frage im Journaling oder in der Selbstreflexion allgemein ist die Frage, warum. Dann ein Zusatztipp. Wenn du mit Journaling anfängst, und das ist etwas, was ich in den meisten Journaling-Videos quasi schon dir beigebracht habe, ist so mal die Grundgewohnheit von täglichen reflektiven Fragen. Das heißt, jeden Tag am Abend setze ich hin und das ist eine gute Möglichkeit, einmal die Gewohnheit des Journalings einmal ein bisschen aufzubauen, weil oft kauft man sich ein Buch oder lädt Evernote runter und sagt, ah, man möchte Journalen, aber man tut es dann doch nicht. Das heißt, das Buch vergammelt irgendwo im Buchregal, man schreibt hier und da was rein und dann hat man Angst vor dem weißen Papier und so weiter.
Und letztendlich nutzt man es nicht dafür, wo es da ist. Und eine der besten Möglichkeiten, um sich das eben zu lernen, ist das der Aufbau von Gewohnheiten, wie so oft. Und die beste Journaling-Gewohnheit ist eben, einfach einmal einen Satz von 3 Fragen zu nehmen und die jeden Tag für sich zu beantworten. Und meine Lieblingsfragen, und wie gesagt, ich mache das immer mal wieder, also oft einmal lasse ich es wieder ein bisschen weg, wenn ich andere Gewohnheiten momentan einbaue, dann mache ich es wieder öfter. Und es ist spannend, dann die Antworten auszuwerten. Und es ist so eine Sache, kurzfristig bringt es da nicht, aber durch das große Sammelsurium der Antworten findest du irgendwann Muster. Aber wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Thema wieder. Was sind diese Fragen, die du dir quasi jeden Tag stellen kannst? Frage Nummer 1 ist, was war heute positiv? Weil das gibt da erstens ein Gefühl dafür, was war eben wirklich positiv, weil die positiven Sachen möchtest du logischerweise mehr machen, die negativen Sachen logischerweise weniger. Aber gleichzeitig hilft es deinem Hirn, sich mehr an positive Sachen zu erinnern, weil unser Hirn ist doch relativ selektiv. Das heißt, es merkt sich zwar irgendwo alles, aber wo du dein Bewusstsein drauf lenkst, sind oft einmal die Sachen, die dann wirklich hängen bleiben. Und darum sind diese Journaling-Übungen auch so wertvoll. Das heißt, Frage Nummer 1, was war heute positiv? Frage Nummer 2 wäre natürlich, was war heute negativer? Die Sachen möchten wir vermeiden. Bloß habe ich festgestellt, eben durch diese dadurch, dass das, über was du nachdenkst, sich verstärkt und die Erinnerung einfach festigt, ist eben die negative Frage nicht unbedingt immer so positiv. Wenn du immer, angenommen, du denkst jeden Tag darüber nach, was war heute scheiße, dann kannst du dir vorstellen, dass sich das durchaus negativ auf deine Gemütslage auswirken kann. Gleichzeitig wirkt sie positiv auf, wenn du fragst, okay, was war heute positiv, wofür bin ich dankbar und die ganzen Geschichten. Das heißt, wir brauchen eine Frage, wo wir die Fehler trotzdem erkennen, ohne dass wir zu sehr aufs Negative uns fokussieren. Und die beste Frage, was ich bis jetzt dafür gehört habe, ist eben die Frage, okay, wenn ich den Tag nochmal leben könnte, was würde ich anders machen? Weil das konzentriert sich auf der einen Seite auf die Dinge, die man ändern möchte, ohne aber zu sehr ins Negative zu gehen, sogar im Gegenteil. Man geht ein bisschen sogar in das Positive. Wenn man sagt, okay, was war nicht so toll, aber man stellt sich vor, wie hätten wir es geändert und wie hätten wir den Tag gelebt, wenn man es geändert hätte. Das heißt, es ist ein ganz netter Trick, die Limitierungen zu erkennen, ohne zu sehr negativ über diese nachzudenken. Das heißt, Frage Nummer 2 ist, was würde ich heute ändern? Dann Frage Nummer 3, was habe ich heute gelernt? Das ist auch eine gute Möglichkeit, einfach die kleinen Lektionen, die jeden Tag kommen, irgendwo zu sammeln. Weil dann, wenn du die wieder durchschaust, denkst du, okay, bah, witzigerweise lerne ich immer wieder die Dinge. Vielleicht sollte ich mich mal drauf konzentrieren und das einmal gescheit lernen, sodass ich das Problem nicht immer und immer wieder habe. Also weil zum Beispiel, wenn du sagst, okay, na, es lohnt sich, seine Angst zu überwinden und auf Leute zuzugehen. Ja, toll, das ist eine Lernerfahrung, die mache ich leider auch ziemlich oft immer wieder. Aber trotzdem hat man immer Angst und denkt sich, oh na, was passiert? Und letztendlich hilft es Zugehen auf Leute meistens. So viel dazu, das sind einmal ein paar gute Fragen, die paar Anfangsfragen fürs Journaling, fürs Tagebuch führen. Und wenn du coole Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann wie immer habe ich unten meinen Amazon-Link. Wenn du was brauchst, bestell es über diesen Link, mach dir ein Lesezeichen daraus. Und damit unterstützt du den Kanal und kannst wieder den Wert zurückgeben, den hoffentlich diese Videos für dich irgendwo haben. So viel dazu, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.